Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen und auch im Mittelstille ist er kein Unbekannter. Otti Bauer mit seinem Orchester. Seit nunmehr 20 Jahren zählt das Orchester Otti Bauer zu den Führenden der deutschen Unterhaltungsszene. Von der Gründung an wurden die vielseitigen Musiker rund um Namensgeber Otti Bauer zum stetigen Begleitorchester von Marianne und Michael. Und seit 1993 sind sie fester Bestandteil der lustigen Musikanten im ZDF. Heute Abend waren sie fester Bestandteil der Mittelstiller Festwoche. Das Orchester spielt komplett live, was heutzutage keineswegs selbstverständlich ist. Im Mittelstille ist das Orchester bereits zum zweiten Mal zu Gast. Mit dabei ein bunt gefüllter Notenkoffer, der für jeden Geschmack etwas parat hielt. Otti Bauer verbindet mit dem kleinen Mittelstille etwas Besonderes. Mit Mario Frank an der Trompete spielt in der Band ein Einheimischer. Otti Bauer kam mit seinem Orchester diesmal nicht alleine. Im Gepäck hatte er diesmal eine Überraschung, die sich als richtige Granate entpuppen sollte. Dann halten Sie Ihre Männer jetzt fest. Man nimmt Sie nicht umsonst den Vulkan aus Jamaika. Meine Damen und Herren, für Sie, Ria! Mit der Jamaikanerin Ria Hamilton zündet im Mittelstille ein Feuerwerk an Energie. Die Sängerin, die zugleich Entertainerin ist, versprühte ihr schier endlos scheinendes karibisches Temperament und zog im Handumdrehen auch den letzten in ihren Bann. Immer wieder zog es das Temperamentbündel ins Publikum und schließlich auch auf Tisch und Bänke. Und so manchem blieb, nicht nur wegen der atemberaubenden Musik, der Mund offen stehen. Es schien, als hätte sie jemand aufgezogen und nun kann sie nicht mehr stille stehen. Auch dem Publikum ließ sie keine Pause, was dieses aber bereitwillig in Kauf nahm. Sie kennt die großen Bühnen dieser Welt. Paris, Jakarta, Antwerpen, Monaco, Lissabon, Kairo und nun Mittelstille. Knallbunt, temperamentvoll und total ausgeflippt. So beschreibt sich die seit einigen Jahren in Deutschland lebende Ria auf ihrer Internetseite. Und das stimmt auch.
Auch wir mussten angesichts von so viel Temperament mit unserer Kamera die Segel streichen. Was bleibt, ist ein erlebnisreicher Abend mit Otti Bauer und seinem Orchester und einer Ria Hamilton, die das Mittelstiller Festzelt richtig gerockt hat. Zeit, mal wieder etwas zur Ruhe zu kommen.